Hallo zusammen, ich bin Böser Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Crusader Kings 2 als Königin Cindy von Lydrazia. Königin Gummibaum ist es natürlich, also Cindy Gummibaum. Gummibaum Cindy, wenn man den Nachnamen vor dem Vornamen sagen würde, was man natürlich nicht macht. Hast du, du bist eine Raid-Armee und du wirst bei mir nichts plündern können, weil wir schon viel zu hohe Forts haben für eine Armee von 550 Leuten. Wir hatten das letzte Mal... Wir machen es mal wieder manisch. Wir hatten das letzte Mal eine große, 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 schreckliche, bösartige Revolte unserer undankbaren Vasallen. Aber das ist jetzt Gott sei Dank vorbei. Wieso sind wir 8 von 8 Domänengröße? 1, 2, 3, 4, 5. Sind eigentlich 7, aber ich glaube, ich habe hier nur noch ein zweites Bürgchen gekauft, das ich selber betreibe. Ja, hier. Baronie Rotsliff. Ich weiß nicht, ob das schlecht ist, wenn man zwei im gleichen, in der gleichen Provinz selber betreibt, aber ich sage einfach mal nein. Ich mache das so, wie man das macht, oder? Man hat keine Ahnung und deswegen ist man sich umso sicherer. Das ist genau so, als hätte ich eine weitere Provinz. There you go. Burgmauern. Burgmauern sind eigentlich nett. Ich baue nochmal Burgmauern. Wie viel Geld haben wir? 707. Okay, das heißt, wir können uns wenigstens ein paar Söldner leisten, wenn es schlimm wird. Weil wir grenzen hier leider mittlerweile an das Heilige Lukische Reich an und das ist ein bisschen unangenehm. Kann ich da eigentlich mitmachen gehen? Das ist wie ein EU4. Also Europa Universalis 4, wenn ich nicht unnötig den Namen des Spiels Englisch aussprechen würde. Du bist wieder mit einem Elefanten verheiratet. Fucking Grauch. Außerdem hast du einen Eisbärennamen. Oh mein Gott. Es ist eine Tragödie, was mit unserem schönen Eisbärenblut hier gemacht wird. Okay, ja, das ist wirklich ein bisschen geschissen. Gräfin Maya von Balan. Können wir das irgendwie zerstören? Das ist nämlich 30.000 Leute. Das ist schon einfach ein bisschen zu viel. Wir kommen da gerade auch auf 30.000 eigentlich mit einem zusammen, aber... Ja, ich meine, vielleicht ist es doch nicht zu viel. Aber eigentlich wollte ich mich ja da unten jetzt drum kümmern, dass wir endlich den Rest da unten kriegen, unsere schönen, die Jurik-Königreichs. Ich weiß nur wieder, wem wir das geben. Wem gehört das hier? Who the fuck are you? Und wieso habe ich einen Igel hier? What is happening? Okay, Moment einmal. Moment einmal, Moment einmal. Was ist los? Was ist los mit euch allen? Das ist doch Free Bear Dings Bumsi. Okay, du bist irgendwer anderer. Wieso sah das dann so? Wow. Oh Gott, du bist verheiratet mit ihm. Oh Gott, das ist... Oh, es ist alles so schrecklich. Warum ist alles so schrecklich? Okay, das. Okay, egal. Was heißt das nächstes? Oh, moi. Ein kleines Kätzchen. Meist ist lieb. Wer waren deine Eltern? Ja, ja. Leopard. Ja, genau. Ein Leopard. Okay. Ich höre schon wieder auf. Die Jure... Noch einmal. Sorry. Das ist mein... Es ist so ein Weirdo-Königreich. Dahin. Und dann von dem Herzogtümern her werden es... Okay. Kann die noch zusammen. Also, ja. Dann greifen wir doch mal König Rix den Froschartigen an. Mit seinen lächerlichen 9000 Truppen, die niemanden interessieren. Machen wir gleich, aber vorerst. Müssen wir uns mal unsere Vasallen anschauen. Bitte, die sind alle schon wieder so... Ja, ich bin wieder so deppert. Das mag mich schon wieder keiner. Kannst du bitte aufhören, mich nicht zu mögen? Ich bin so herzallerliebst. Schaut es mich mal an. Kann ich das nicht so machen wie der Kater in Shrek? Einfach mal die Augen ganz groß aufmachen und dann haben mich alle lieb. Würde ich gerne. Stahlmeister. Ja, also Björn, ist jetzt alles ekel. Ein Haufen Ekel auf einem Haufen. Nicht nett. Einfach nicht nett. Einfach nicht nett. Was das schon wieder soll, weiß ich auch nicht. Wie schaut's aus mit unserem Gefolge? Oh, wir können mehr Gefolge aufstellen. Einmal. Zweimal. Let's go. Da kommen wir auf 3000. Ein Gefolge von 3000 mittlerweile. 3000 schwere Infanterie. Schwere Eisbären. Die über die Steppe laufen. Oh ja, Eisbärensteppe. Egal. Biologisch macht es keinen Sinn, aber es geht hier schließlich auch nicht um die Biologie.
Ein Priester hat Korra paar jahrische Rebellen dazu ermutigt, sich in Dayalm gegen euch zu erheben. Wenn der Aufstand nicht schnell niedergeschlagen wird, könnte er sich wie ein Buschfeuer ausbreiten. Elende Ungläubige, genau. Wo bist du? Ja, aber wo? Ja, aber wo? Mhm. Yeah, I get it. Aber wo? Ist meine Frage. Zum 5000. Mal. Da unten. Nehmen wir mal kurz Pause. Dann nehmen wir ganz kurz hier. Nur ganz kurz. Einmal lasst ihr mal. Dann werdet ihr euch alle zusammen tun. Nein, nicht so. Nicht so. You don't get it. Danke. Moment. Whoops. Genau. Aber ihr werdet euch alle zusammen tun hier. Und dann gehen wir die verprügeln und dann schauen wir weiter. Wir könnten ihn, wenn. Du magst mich nicht und ich könnte dich einkerkern. Ich darf sich nicht einkerkern mit dem Rat. Wie alt bin ich eigentlich? Ich bin 7 Jahre alt. Okay, okay, okay. Kann schlimmer sein. Wer ist mein Erzieher? Bobo. Bobo ist complete and utter crap. Bobo hat nicht mein Erzieher zu sein. Ich will einen neuen Erzieher haben. Fuck you, Bobo. Was wollen wir denn? Was haben wir? Noch nichts wirklich. Okay, du hast geduldig, du hast fleißig, du hast Lust, da muss mich aber auch nicht stört. Wink, wink. 21. Also dafür, dass er dann lüstern wird, das Kind. Das ist jetzt. Alter! Shit! Okay, nein, so habe ich es nicht gemeint, you fucking monsters. Einmal ehrgeizig, gütig, fleißig, ehrgeizig. Also Schatz, um ehrlich zu sein. Es braucht auch noch 2 über 12. Das haben wir wieder die Hälfte von denen nicht. Außerdem kann ich meine, die bringen mich dann wieder um, die Ehrgeizigen. Wieso kannst du nicht 2 Sachen über 12 haben? Shit. Shit. Der hatte 2. Der hat wenigstens fleißig dabei. Ist aber leider auch ehrgeizig. Der Mikro-Höfling. Ich meine, das ist momentan die engere Auswahl hier. Naja, du hast die. Ich meine, das bringt jetzt nichts mehr, ob du graue Eminenz bist oder nicht. Du bist ein Bär, was cool ist. Du bist grausam. Oh, du bist so grausam. Naja. Fleißig, zynisch und gemäßigt. Man ist jetzt auch nicht so schlecht. Also, ich muss aufpassen, dass meine Pizza nicht anbrennt, by the way. Ich glaube, ich nehme aber immer noch ein Mikro am ersten. Holy shit, du hast all die guten Sachen. Aber du hast nicht 2 Sachen, aber 12. Ich glaube, ich nehme Mikro. Gutes Stewardship. Es ist fein. Wir nehmen ihn. Alrighty, ich muss kurz noch meine Pizza schauen. Ich mache hier einen Cut rein. So, da wäre ich wieder. Wir müssen immer noch die Rebellen besiegen. Zück! Wissen wir schon, mit wem wir uns verheiraten wollen eigentlich? Sieht mir nicht danach aus. Die Frage ist jetzt, ob ich da nicht irgendwas deichseln will. Irgendwas Schönes deichseln will. Was hätten wir? Haben wir da noch irgendwelche Herzogtümer? Hm? Ich meine, das hier. Das ist eigentlich eh relativ groß. Wir hätten Ide. Mit immerhin 4 Provinzen drin. Können wir natürlich auch. Wer hat denn da. Zeig mal her. Oh, der Herzog hier. Ah, nicht logisches Reich. Oh. Du hast aber viele Herzogtümer. Moment, noch einmal. Ide. Okay, du hast die alle. Sind das ein Haufen Mädchen? Die sind alle grün, hä? Bist du ein Mädchen? Ich sehe das nicht, ihr habt alle weirdo Namen. Nein, du bist ein Junge. Weil das blau ist. Aber alles andere hier sind Mädchen und du bist leider schon verlobt. What? Moment, Moment, Moment! Okay, noch einmal. Ja, das sind alles. Was ist mit deinen Geschwistern? That's a good point. Hinten Anspruch? Kein Anspruch. Keinen Anspruch auf alles hier, wenn es irgendwie ginge. Sehe ich, was das für eine Teilung ist hier? Primogenitur. Also, es ist immer der gleiche.
Okay, was ist, wenn wir nur nach dem hier gehen? Und dann Anspruch. Wir könnten nicht Matrilin ja heiraten, vielleicht. Wir müssen nur wissen, ob du tatsächlich. Du bist 29, nicht perfekt. Du bist leider schon verheiratet. Ich könnte dich einladen wieder. Lieber wieder was erobern gehen zuerst. Das ist so eine lange, wirrige Geschichte, das zu machen. Und ich glaube, vom Heiraten her bringt es einfach nichts. Ich meine, das ist alles hier, die Jure, das. Mit dem Schatz hier. Herzogin Dombo. Über eine Kids. Der Hausmeister ist er. Aber dich werden wir wohl nicht matrilinär heiraten können, ha? Also bist du fucking depressiv. Und 49 Junge. Was ist mit dir? Da könnte man sich besser ausbreiten, weil das nicht das blöde Reich ist, zumindest. Weil den Menschen heiraten will ich halt auch nicht. Nein, 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 nein. Wir machen das wieder nach Trades stattdessen. Alle durchsuchen. Filterladen. Das nur. Ein 34-jähriges Genie haben wir hier. Ein 11-jähriges menschliches Genie. Nö. Stark. Oh, 11 Jahre? Ich bin 7. Das heißt, wenn ich 16 bin, bist du 20. Which is fine. Hey, how about you? Achso, Matrilin, ja. Nein, ich Trottel. Vollidiot, das geht ja gar nicht. Oder warte mal. Wait, what? What is going on? Darf ich das jetzt nicht machen, weil ich noch nicht alt genug bin? Also, wieso bist du eigentlich... Es müsste ja eigentlich ein Mann sein. Wieso? Nein, ich bin noch eine Frau. Yes. Okay, noch einmal. Ein paar Genies. Bei den Männern gibt es mehr Genies gerade. Ich meine, du bist 25, ist es nicht mal so schlimm. Der Barrington. Was ist denn das für eine Baronie? Und du bist lüstern. Hättig. Verlebnis arrangieren. Matrilinär. Zwischen dir und dir selbst. Why doesn't that work? Ich bin ganz super verwirrt. Wieso hat das vorher geklappt mit dem Mädchen? Du bist doch... Bist du ein Bub? Nein. Königin von Lydrazi. Du bist kein Bub. Ja, es sind noch alle Männer hier. Probieren wir es mal so. Ey, wir hätten da sogar einen starken. Der mitmachen will. Okay, machen wir es hier dann. Zählt einfacher. Sogar Geniusse, die mit, aber halt keine Bären-Geniusse. Ich glaube, stark ist das nächstbeste. Und wenn wir einen 13-Jährigen haben, der stark ist. Matrilinär. Let's go. Dann passt das schon. Eure Majestät, Friede sei mit euch. Ich habe mich dazu entschlossen, einfach... wo genau haben wir es mal bekommen? How did that happen? Ah, du bist, hast dich bewegt, ha? Huh? Nicht okay. Kann sich hier nicht einfach bewegen. Das hat überhaupt niemand erlaubt. So, das reicht jetzt dann. Bald die alle zusammen sind, können wir mal Pflege angehen. Jupp, das passt. Sind ja nicht meine Truppen. Okay, niedergeschlagen. Er ist im Kerker. Wunderbar, das heißt, wir werden das jetzt einmal hier ruhen lassen. Würde ich gerne mal schauen, wen wir da alles in unserem Kerker drin haben. Gräfin. Wojtek ist der... Du bist Wojtek. Okay, gut zu wissen. Das heißt, du wirst verscherbelt. Oder? Oder
meiner Meinung. Na, let's have a look at it. Let's have, actually, können wir das machen? Okay, zuerst haben wir mal Beute. Hinrichten. Offensichtlich. Gehängt. Wonderful. Du bist der Gräfin. Du bist nicht mal eine Herzogin? Na, du bist einfach nur eine Gräfin. Okay, das heißt, du wirst freigelassen. Du gehörst nämlich irgendwem anderen. Der wahrscheinlich für dich bezahlt. Nein, du bezahlst für dich selbst. Alrighty, sure. Nur der Bär hast du mittlerweile eingesperrt. Sehr schön, ein bisschen Geld bekommen. Auch immer nett. Und jetzt stellt sich wieder die Frage mit dem Krieg. Wir wollten diesen Krieg hier eigentlich vom Zaun brechen. Gegen dich. Ich glaube, wir werden diesen Krieg vom Zaun brechen, einfach nur mit den Truppen unseres Vasallen, also unserer Vasallen, auch wenn die natürlich gerade ein bisschen eingefressen sind dann, und sie sind ja allgemein nicht bedürfen, nicht zu sprechen momentan, die Säcke. Aber wir haben auch mal, wie sieht unsere moralische Autorität aus? Nicht so toll. Wir brauchen ein bisschen mehr moralische Autorität, oder? Let's go. Krieg erklären. Heiliger Krieg, und was ist es jetzt schon wieder? Nein. Nein. Yes. Actually, das ist es. Machen. Wer ist das bitte? Königreich, ja. Das ist Grafschaft. Nochmal die Käse. Okay, dann werden jetzt wieder unsere lieben Vasallen dazu beordert, ihre Truppen aufzustellen hier. Ihrer gütigen Königin zu folgen, wie sich das gehört. Brave, brave kleine Vasallen. Wir sammeln sie jetzt hier diesmal bitte. Neuigkeiten aus China, wie gewohnt. Nichts Neues im Osten diesmal. Kommandant verloren. Während der Schlacht von Kuban hat der Feind meinen Kommandanten Herzogin Trinket die vierte von unter aus in die Enge getrieben, die mit Leichtigkeit niedergestreckt wurde. Die Abzeichen ihres hohen Ranges, die auf ihrer Uniform waren, blieben anscheinend unbemerkt, bis ein Soldat über ihren Leichnam stolperte. Okay. Wie viel haben wir noch? Nicht mehr so viele. Haben wir was Neues? Natürlich kann man immer. Okay, okay. Ein 14 ist jetzt nicht mehr so wirklich das Gelbe von Mai. Lass uns bleiben. This is fine. Wenn wir da mal ein bisschen was zusammengezogen haben, was jetzt gleich der Fall sein wird. Ich glaube, 7000 reicht mal fürs Erste. Dann spazieren wir mal freundlich hier hinüber. Oh, das sind 8000. Dann reichen 7000 halt auch noch nicht. Okay, Moment mal. BC Speed 3 kurz bitte. Weitere 7000 dürfen bitte auch hier folgen. Wir haben vielleicht gleich einmal große Schlägerei hier, wie es aussieht. Ja, das sind noch 2000 weiter. Ich weiß nicht, na, holy shit, 14.000. Du gut, sie meinen es ernst, ey. Damit kann ja keiner rechnen. Die wehren sich. What is happening? 15.000. 15.000 Truppen haben die Leute einfach. War nichts Besseres zu tun, hä? So blöd rumzustehen, 15.000 Truppen zu haben. Motherfuckers. Okay, wir werden uns da 19.000 Truppen zusammenziehen und dann werden wir sie schon fertig machen, oder? Habe ich meine... Ich habe auch meine super schwere Infanterie da drin. Das kommt nicht fein. Die schwere Infanterie. Ich habe die Grafschaft Tao von Graf Björn von Tao geerbt. How the hell did that happen? Oh, weil du mein Daddy bist. I see. Okay. I see. Alles klar. Wo ist die Grafschaft? Die will ich, glaube ich, wieder loswerden. Grafschaft Tau. Wem gehört die? Rechtens? Dir. Du bist die Herzogin von nur Blackvania. Ja. Sehr schön. There you go. Dann magst du mich dann auch ein bisschen besser. Grafschaft fucking Wissident Tau. Ich darf nichts machen, weil der Rat ist ein Arschloch. Alles klar. Okay, lieber Rat. Wenn das ist, wie du es willst, dann bitte. Beschwer dich aber dann nicht, wenn ich erwachsen bin und euch alle in den Kerker stecke und foltere. Das ist eine direkte Folge eurer eigenen Aktionen hier. Dann habe ich jetzt halt ein Stück Land mehr. Bitte. 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 Ist mir ja egal. Und zwar wieder sauer auf mich, obwohl sie eigentlich sauer auf den Rat sein sollten, aber ich bin sie gewöhnt. Ich bin sie gewöhnt. Mit mir kann man es ja machen.
Nein, er kommt da schon noch rechtzeitig mit seinen 6000. Wir haben gut... Ah, ja, ja, er kommt auch nicht rechtzeitig. Er kommt rechtzeitig, um sich nochmal selber umzubringen an mir. Oh, and we got him. And we got him. Easiest fight of my life. Bam, nur darf ich die jetzt alle wieder nicht hergeben. Das ist eine ziemliche Frechheit, eine bodenlose. Ziemlich gemein, alright. Wir werden jetzt mal unser Militär wieder runterdingen. Und die Folge wird ein bisschen kürzer, weil ich eigentlich eh nicht genug Zeit habe, um aufzunehmen. Das heißt, wie immer, hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat, zuzusehen. Wenn das der Fall war, lasst doch ein Like, abonniert den Channel. Aber vor allem, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba!